Mist. Oh, ey. So. So viel dazu. Noch irgendwelche Gegner, die man so schon irgendwie sieht? Nee, ne? Okay. No smoking. Okay, cool quarters. Ja, runter da, ne? Können wir hier irgendwie auch schießen? Ja, okay. Ich dachte mich, guck mal sicherheitshalber. Du hier, Junge. Oh! Ich sitze hier unten fest. Es sieht nicht gut aus. Die Tür ist blockiert. Aber mit dem Frachthaken kriege ich das hin. Halte durch, okay? Ich hol dich da raus. Okay. Ich hol dich da raus. Ich glaub an mich. So wie du an mich glaubst. La 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 la. So. Blockiert. Ernst? Ich muss irgendwie da rauf. Ernsthaft jetzt? Ja, und wie stellst du dir das gerade vor? Oh! So nah war ich da jetzt auch nicht dran. Wo kann ich denn da hoch? Okay, so kriegen wir das schon mal nicht gelöst. Kann sie denn hier dran? Ja. Okay, wir müssen da irgendwie rauf, sagt sie ja. Bloß wie? So irgendwie? Nein. Warte mal, gibt es denn hier irgendwie so eine Option, wo wir hier irgendwo dran springen könnten? Da oben, ja. Warte, wo war das jetzt? Hier. Ja, toll. Falsche Position. Ja, das Problem an der Position ist, dass du das auch grundsätzlich zu weit ziehst, das Ding. Hey, das fliegt zu weit. Mann, Spiel! Ja, super. Ah. Warte mal. Dann müsste das irgendwie hier rüber. Glaube ich. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. So. Und von da aus jetzt hier rüber. Indem wir da vorspringen. Ja, 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 ja. Jawohl. Ja, ich weiß. Meine Freunde sind Vollidioten. Ich bin Lara Croft.
Oh. Okay, geschafft. Ja, jetzt muss ich das da erstmal wieder rüberkriegen. So. Alex! Das war zu weit. Ich muss da reinkommen. Alex, ich hol dich ganz schnell da raus. Ja, versprich okay. Nichts, was du nicht halten kannst. Warte erstmal. So. Und hopp. Ja, super, das war zu weit. Also hier rüber. Komm mal her hier. Aha, und jetzt hopp. So. Jetzt aber. Jetzt aber, Lara. Let's go. Jawohl. Und jetzt wieder nach hier. Was ein Hin und Her. Jawohl, jawohl. Oh, Alex. Du hast das Werkzeug. Wow, ich hab dich beeindruckt. Dann mach raus. Oh Gott. Oh, tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg. Was machst du denn? Du bringst uns doch um. Ich komm hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Ah! Na super. Tja, Alex war einmal. Was? Ah, okay. Alex. Es darf niemand mehr sterben. Hauptsache, er chillt hier noch. Erstmal über seinen dicken Arsch laufen. Alex, Mensch. Warte mal, wie komme ich hier hoch? Hier oder was? Nee, hier. Hui. Ja, mal gucken, wie viele Leute mich jetzt wieder anschießen auf dem Weg zurück. Oder ob es das jetzt so langsamer war. Oh, falscher Knopf, so rum. Yep. Ungefähr so hatte ich mir das vorgestellt. Ein altes Tagebuch.
Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Okay. Forscher, Geheimnis der Insel. Sie haben etwas in den Klippen gefunden. Ein altes Grab. Vielleicht finde ich dort Antworten. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Ja. In der Tat, die brauchen wir. Und wir brauchen eine Dusche. So. Des Guten. Und hopp. So. Na, gucke mal. Was haben wir denn hier? Das ist ein Tempo-Zugo. Präge ja nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende davon hergestellt. Ja. Okay. Und ansonsten gibt's hier noch das und dann war's das. So. Blülüm. Ich laufe gerade falsch. Ich muss hier lang, genau. Bin ich zumindest der Meinung. Genau, hier konnte ich ja vorher nicht zurück. Da war ich ja in dieser Sequenz hier gefangen. So. Aber jetzt können wir zurück. Na dann mal let's go, wa? So. Oh, falsche Taste, so. Bums. Und wieder eine Kleinigkeit gefunden. Die Portugiesen prägten solche Münzen im 16. Jahrhundert für ihre Kolonie in Malakka, dem heutigen Malaysia. Malakka. Sie stammt sicher aus einem der Galeonenwracks auf der Insel. Malakka. Wisst ihr Bescheid? Habt ihr wieder was gelernt? Malakka. So. Nice. 100% alte Münzen hier. So. Blum. Was ist das? Und sonst noch irgendwas, was man hier finden kann? Oder eher nicht so? Okay, warte. Soll ich jetzt allen Ernstes? Okay. Mehr als gewagt, würde ich mal behaupten. Da ist auch noch eine Kletterwand. Ach, da oben hätte ich es wahrscheinlich machen können, ja. Von da hinten, habe ich nicht gesehen. Naja, egal. Dann speichere ich hier mal eben kurz zwischen.
einen Fertigkeitenpunkt. So, dann investen wir mal hier rein. Bogenexperte. Ja. Drücken Sie Y, während Sie den Bogen benutzen, um betäubte Feinde mit einem Pfeil den Rest zu geben. Yep. So. Na dann, Lara. Zurück zu den anderen. So. Jetzt können wir das auch einreißen. Sehr befriedigendes Gefühl, das zu tun. So. Wo geht's da lang? So, whee. Ja, cool. Eigentlich will ich hier gar nicht runter. Fuck. Da hinten müssen wir ja hin. Ja, komm, was soll's. Vielleicht können wir den ja stealth killen. Oh, und wir könnten hier dann auch speichern. Könnten wir die auch stealth killen oder sind wir zu laut, wenn wir rüber springen? Tja. So ist das manchmal im Leben. Ihr kleinen Penner, ihr. Hui. Nein, nein, mein Herz. Ja, wieso kannst du denn auch nicht? Verstehe ich nicht. Guckt euch diese Hackfresse mal an, also diesen Taliban-Kämpfer hier. So, erstmal den Speicherpunkt aktivieren. So, schön. Kurz gucken auf der Karte. Wir haben schon gut was aufgedeckt. So. Und wir müssen da hinten hin. Da haben wir ja noch eine Strecke vor uns. Und hopp. Und hopp. Geile Szene. Super geile Szene. Hui. Aber bevor ich dahin gehe, hier am Strand war doch noch irgendwo diese eine Stelle, wo wir, also die eine Tür und so eine Art Höhle, die wir nicht aufbekommen hatten. Oh nein, okay, es wird getriggert, egal. Und dachten. Nicht denken. Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Hey, yes. Dann komm mir besser nicht zu nah. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Okay. Endlich mal ein positiver Gedanke.
Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Tja, dann ist sie wahrscheinlich alleine. So, nun. Hast du uns noch irgendwas zu sagen? Und? Hast du, was du brauchst? Ja. Sobald dieses Teil repariert ist, müssen wir nur noch die Ventile reinigen. Mhm. Und du so? Okay, sie macht einen Nap. Alles klar. Und du so? Sam hat viel durchgemacht. Deshalb passe ich etwas auf sie auf. Sie muss etwas schlafen. Okay, wenn du das sagst. So, Brudi. Ich werde hier Wache halten. Reyes arbeitet an der Maschine und die anderen ruhen sich aus. So. Warte, ich will mal eben kurz erst da hinten zu der Tür. Will die aufmachen. Weil wir das jetzt können. Endlich. Let's go. Wait. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wofür genau soll man das machen? Ja. Okay, warte, ich komme gleich wieder. Glaube ich. Ich will jetzt noch diese andere Stelle am Strand kurz finden. Wo war die denn jetzt? Diese eine komische Höhle oder was das war, die wir nicht aufgekriegt haben. Ja, hier war die auf jeden Fall nicht. Wo war die denn? Wo war die denn? Wo war die denn? Ja, ich und Orientierung, ne? Ihr kennt es ja bereits von anderen Projekten. Ich habe mir nur gemerkt, dass am Strand halt noch irgendwo... Da! Dass hier irgendwas war, genau. So. Und auf das Teil... Und rein hier. Okay. So, und hopp. Und hopp.
Dann gucken wir doch mal, was es hier so gibt. Okay. Diese Höhle war früher ein Ort der Anbetung. Krass, ey. Okay, dann aktivieren wir mal den Speicherpunkt. Wenn ich zu der Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Verständlicherweise. Auch verständlich. Genau. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Matthias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Okay. Zwei Tagebücher fehlen uns noch. Okay, okay. Gut. Ich würde sagen, ich mache hier aber mal eine Aufnahmepause. Für heute war es das. Zwei Sessions gemacht. Spiel liebe ich immer noch. Sorry, dass ich mich da abgefuckt habe vorhin. Ja. Kommt halt manchmal vor. Das kennt, glaube ich, so ziemlich jeder Gamer. Jeder Gamer hat das mal. Ich habe das mal öfters. Aber naja. Meine lieben Tomodachis, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und denkt bitte dran, wenn euch die Sachen gefallen, die ich mache, dann lasst ein Like auf die Videos da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und das Wichtigste, macht bitte Mundpropaganda für mich, macht Mundpropaganda für die lieben Pranke, damit der Kanal ein wenig wächst, würde mich sehr freuen. Und ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Aufnahmesession. Ciao, ciao.